Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch den 2020er Dodge Challenger RT vorstellen. 5,7 Liter Hemi V8. Da steht er. Es gab schon mal ein älteres Video zu dem alten Modell des Challenger, aber es hat ein kleines Facelift oder eine kleine optische Modifizierung gegeben. Und deswegen wollte ich euch das neue Modell einmal zeigen. Deswegen dranbleiben, mitkommen. Der Challenger hat vom Modelljahr 18 auf 19 die SRT-Haube gekriegt. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr die Haube, die ihr vorher kennt, mit den beiden Lufteinlässen seitlich gesehen, sondern wir haben jetzt die Haube mit dem schönen, dicken Lufteinlass. Der ist schon schick, weil er das ganze Ding natürlich eine ganze Ecke brutaler und aggressiver macht. Außerdem hat er auch unten diese Spoilerlippe gekriegt. Ich finde, die Kombination hier oben aus diesem Lufteinlass und der Spoilerlippe hier unten macht das Auto massiv brutaler. Finde ich, wenn ich mir jetzt den Anblick im Rückspiegel vorstelle, das macht schon einiges her. Ansonsten, wenn wir rumgehen, der Rest des Autos hat sich optisch nicht wirklich viel verändert. Eigentlich nur größtenteils die Front. Der Challenger, den wir jetzt hier haben, ist ein Blacktop Package oder ein Blacktop Modell. Das bedeutet, der hat gewisse Applikationen und gewisse optische Highlights in Black, also in Schwarz, abgesetzt. Zeige ich euch mal eben. Wir haben zum Beispiel hier den Tankdeckel. Der Tankdeckel ist normalerweise klassisch immer in Chrom beim Challenger. Das haben sie immer so beibehalten. Beim Blacktop Package ist der schwarz. Genau wie der Heckspoiler. Der Heckspoiler ist auch in Schwarz abgesetzt. Die Felgen sind in dieser speziellen Farblackierung. Das ist kein Schwarz, das ist so eine Mischung. Ich hätte gesagt, das ist wie das Maximum Steel Metallic, was es vom Challenger auch gibt. Dieser besondere Farbton. Wir haben hier dann zusätzlich noch das Hemi-Logo. Unten, das ist auch schwarz abgesetzt. Sind also beim Blacktop-Package kleine Details, die das Auto optisch aufwerten und einfach mal... es ist was anderes, finde ich. Also der Chrom-Tankdeckel ist immer sehr markant. Finde ich aber in Schwarz auch nicht schlecht. Gefällt mir auch sehr gut. Der Innenraum hat sich eigentlich beim Facelift, sag ich mal, gar nicht verändert. Der ist immer noch so, wie man ihn von den Vorjahren kannte. Wenn ich jetzt mit euch mal reingehe, wir haben immer noch den gleichen Aufbau. Hier die typischen runden Tacho-Elemente, die ganz klassisch für den Challenger sind. Wir haben jetzt hier mittlerweile immer die, ich nenne sie mal, mittlere Display-Variante, weil... Früher gab es eine ganz kleine Display-Variante, das haben wir mal Mäusekino genannt, weil da wirklich nicht viel drauf zu erkennen war. Das konnte auch nichts, das war kein Touch, das konnte nur Uhrzeit, Radio und so ein paar Kleinigkeiten anzeigen. Das ist jetzt die mittlere Variante. Da haben wir zum Beispiel auch Apple CarPlay, Android Auto, Touch-Display, Bluetooth, das volle Programm an technischen Möglichkeiten, das geht alles darüber. Und dann gibt es nochmal, gehen wir nochmal rein, eine größere Display-Variante, und zwar bei den SRT-Modellen ist das zum Beispiel so. Da ist hier diese ganze äußere Abmessung benutzt und das Display ist dann quasi um das Holzstück größer und ist dann von hier bis hier. Aber die meisten RT 5,7 Liter, die wir haben, haben dieses Display und finde ich erfüllt aber auch schon ordentlich seinen Zweck, weil du halt die großen technischen Sachen auch alle schon nutzen kannst. Kofferraum, der ist auch unverändert geblieben. Immer noch riesig groß, da geben wir mal ordentlich was rein. Wir haben mittlerweile hinten Park Distance, da sind nämlich die Sensoren, also Piepser hinten. Zusätzlich zur Kamera, das hatten nämlich, habe ich vergessen, die mit dem ganz kleinen Display hatten damals auch keine Rückfahrkamera. Die hatten damals nämlich nur diesen ganz flachen Spoiler und nicht wie hier diesen etwas aufbauenden Spoiler. Weil in dem aufbauenden Spoiler
haben wir nämlich hier die Rückfahrkamera noch mit drin. Ja, das war eigentlich auch nur ein kurzes Update. Es hat sich ansonsten bei den Challengern nicht viel geändert. Ich blende euch jetzt nochmal schnell einen Soundcheck ein. Das Schönste an diesem V8. Und ansonsten, wir haben im Moment wieder einige Challenger da. Wenn ich jetzt mal eben rumgucke, 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben ohne Ende Challenger im Moment da, kriegen auch noch 2, 3 rein. Deswegen Kontaktdaten unserer Homepage findet ihr unten in der Beschreibung. Gerne mal draufschauen. Alle unfallfrei, alle mit sauberem Carfax. Das war unser kurzes Update zum Facelift des Challengers. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.